KMBQ Leute, was geht? Heute zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute gibt es einen kleinen Pre-Workout Snack. Und jo, Leute, was geht? Ich wünsche euch erstmal einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr habt alle den Tag gut genossen. Für mich gibt es jetzt einen kleinen Pre-Workout Snack, der echt stabile Nährwerte hat und echt mega lecker schmeckt. Das Rezept ist von mir, unbezahlte Werbung. Und alle meine Subs gibt es von ESN und von Walker. Ich werde euch alle Nährwerte und alles zeigen und einen kleinen Einblick von meinem heutigen Push-Training zeigen. Wenn ihr mehr über mich wissen wollt, lasst mich gerne mit einem Like und einem Abo wissen. Also ich bin der Daniel, bin 20 Jahre alt, für die alle, die mich nicht kennen, komme aus Oberösterreich und werde nächstes Jahr bei der AMBF starten, bei den Junioren. Ich wiege zurzeit 86 Kilo, bin nicht mehr vegan. Schauen, Training und Ernährung, aber die Ernährung ist meiner Meinung nach das Wichtigste und das Training, also die Progression ohne einen wichtigen Kalorienüberschuss wirst du niemals Muskeln aufbauen. Und ohne die richtigen Subs, wie zum Beispiel Kreatin, Flocken, hier 200 Gramm eine Waldbeermischung und statt Backpulver nehmen wir einfach Schokopudding und dann ein Whey. Hier das Whey von Walker, unbezahlte Werbung. No Whey Vanilla Cookie Dough, eines meiner Lieblingsgeschmäcker von Walker. Dann ein bisschen Schokogeschmack, Smack Tasty Kiddy Schoko Schoko Chip. Ein bisschen Milch. Dann fangen wir gleich an. Hier eine kleine Pfanne. Hier sind schon 250 Gramm Haferflocken drinnen. Kommt noch etwas Milch hinzu. Die Waage packt ein bisschen umeinander herum, aber das Ganze hält uns nicht davon ab. Hier kommen jetzt noch 400 bis 500 Milliliter Milch hinzu. Schmeckt echt mega lecker, der Kuchen. Nehmen wir 460 circa. Dann geben wir mal den Schokopudding hinzu. Etwas Schokogeschmack zu haben. Jetzt geben wir noch ein bisschen Waldbeeren hinzufügen. Das Ganze sind 200 Gramm, ist alles schon abgewogen. Einen kleinen Löffel. Schmeckt echt mega lecker und hat auch noch ein bisschen Protein. Proteine sind sehr wichtig, um Muskeln aufzubauen ohne einen Kalorienüberschuss. Ohne Proteine wirst du niemals Muskeln aufbauen. Weil vor dem Training sollte man immer eine kleine Kohlenhydratquelle und eine kleine Eiweißquelle zu sich nehmen, um ein bisschen Energie im Training zu haben und um sich nicht schlapp zu fühlen. Jetzt hinzufügen wir noch 2 Löffel Smack Tasty. Kann man auch von jedem anderen Hersteller nehmen. Unbezahlte Werbung. Das Ganze wird jetzt umgerührt. Und dann auf ca. 200 Grad auf Ober-Unterhitze in den Ofen gegeben. Sieht
echt mega lecker aus. Das Ganze wird ohne Ei gemacht. Kann man auch ein Ei hinzufügen, wenn man möchte. Aber ich meiner Meinung nach mache es jetzt nicht. Das Ganze ist wichtig, immer gut umrühren, um nicht alles auf einer Stelle zu haben. Jetzt hinzufügen wir noch etwas Proteinpulver. Circa 60 Gramm. Das reicht meiner Meinung nach. Das Ganze füllen wir jetzt um. Dann heizen wir den Backofen vor auf 200 Grad Ober-Unterhitze. Circa 5 Minuten vorheizen. Dann geben wir das Ganze in den Ofen, 200 Grad. Und das ist eines meiner Lieblings-Pre-Workout-Snack oder auch als Snack für den Nachmittag mal geeignet, um etwas Kalorien. Kann man auch mit Schokolade machen. Hier meiner Meinung nach habe ich jetzt keine Schokolade, weil ich meiner Meinung nach nicht so viel Kalorien in den Kuchen nehmen möchte. Aber für alle, die Kalorien nicht so leicht reinbekommen. Ich bekomme meine Kalorien easy rein. Ich bin jetzt bei 4000 Kalorien. Habe keine Probleme bei der Nahrungsmitteln und esse ganz locker meine 4000 Kalorien. Aber manche haben Probleme. Da kann ich euch nur mal empfehlen, esst ein bisschen Schokolade oder Nüsse. Haben sehr viele Kalorien, um in den Kalorienüberschuss leichter zu kommen. Das Ganze wird jetzt noch umgerührt, circa eine Minute, dann wird es in den Ofen kommen. Wenn ihr mehr über mich wissen wollt, ich kann euch gerne mal in dem nächsten Video einen kleinen Master-Shake machen mit circa 1000 Kalorien für alle Hardgainer, für die alle, die sich leicht schwer tun, die Kalorien reinzubekommen. Ich wiege jetzt 86 Kilo, bin 20 Jahre alt. Habe im Jänner Geburtstag gehabt und habe keine Probleme. Wie sieht das Ganze jetzt aus? Jetzt kommt das Ganze mal in den Ofen für circa eine halbe Stunde und dann schauen wir mal circa 30 bis 40 Minuten in den Ofen. Bis ca. 10 Gramm. Und wenn ihr mehr über mich wissen wollt, lasst es mich gerne mit einem Like wissen. Ich werde euch später noch den fertigen Kuchen einblenden. Und wenn er euch schmeckt, macht ihr